Wie lange Aman schon in Bützfleth wohnte, weiß niemand so genau. 6 Flüchtlinge in diesem Haus. Alles unauffällig, sagt die Nachbarin, bis Sonnabend. Da fielen die Schüsse. Wir sind der Meinung, dass es 4 waren. Mein Mann und ich. Also, erst einer und kurz danach sind wir der Meinung, dass wir noch 3 gehört haben. Die Polizei hat geschossen. Sie war per Notruf alarmiert worden, kam mit 2 Wagen, weil das Aggressionspotenzial bekannt war. Der 19-Jährige geht mit einer Hantelstange auf die Beamten los. Sie setzen erst Pfefferspray ein, erfolglos, dann die Waffe. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt. Verdacht auf Totschlag. Möglicherweise war es aber auch Notwehr. Fest steht, dass der 19-Jährige polizeibekannt war. Polizeibekannt heißt, dass er bereits mehrfach mit den Polizeibeamten in Kontakt getreten war. Er soll wohl mal gegen ein Fahrzeug getreten haben. Er soll mit einem Messer bewaffnet schon durch die Stadt gelaufen sein. Im Übrigen ist es so, dass er Anfang des Jahres ein Verfahren wegen Nachstellung hatte. Das Stalking-Verfahren hat die Staatsanwaltschaft aber eingestellt. Darüber hinaus ist nicht viel bekannt über Aman aus Afghanistan. Abgebrochene Schreinerlehre, psychische Probleme, die er aber nach einer Therapie wieder im Griff hatte, sagt Bützfleths Ortsbürgermeister. Erstaunt waren viele, dass Aman Sonnabend früh beim Schützenumzug auftauchte. Diesen Umzug hat er begleitet. Das ist ungewöhnlich, aber das haben wir darauf zurückgeführt, dass er vielleicht sich für die Sache interessiert. Und er war demzufolge auch bei mir am Samstag, am sehr frühen Morgen, hat mir die Hand gegeben, hat mir guten Morgen gesagt. Nur 12 Stunden später war er tot, erschossen. Und ich möchte auch nicht in der Haut von diesem Polizisten stehen. Aber vielleicht hätte man das wirklich anders regeln können. 3 Mitbewohner sind bei Bekannten untergekommen, 2 im Hotel. Ja, ich möchte auch nicht in der Haut von diesem Polizisten stecken, hat die Frau ihm gesagt. Und ganz sicher ist der Gebrauch der Schusswaffe eine Ausnahmesituation. Sebastian Timke vom Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen ist selbst Polizist im Streifendienst. Herr Timke, es gibt ja feste Regeln für den Einsatz der Schusswaffe. Wie lauten die? Wann wird Schusswaffe Gebrauch gemacht und wann nicht? Ja, die Schusswaffe einsetzen zu müssen, ist sicherlich mit das Schlimmste, was einem Polizeibeamten passieren kann. Jeder von uns hofft, in seiner dienstlichen Laufbahn die Schusswaffe nicht einsetzen zu müssen. Aber die Voraussetzungen sind im niedersächsischen Polizeigesetz geregelt. Die Schusswaffe kann unter anderem eingesetzt werden zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben. Und wie schätzen Sie das dann ein in so einer Situation? Das ist immer sehr schwierig, das so pauschal zu sagen. Da ist jede Situation einfach anders. Werden Sie trainiert, auf bestimmte Körperpartien zu zielen? Auch das kann man nicht sagen. Man muss immer schauen, da ist auch jede Situation anders. Wir werden sehr intensiv geschult. Im Studium, in der Ausbildung finden Polizeitrainings statt, in der solche Situationen trainiert werden. Es finden Schießtrainings statt. Und auch nach der Ausbildung wird regelmäßig trainiert im Trainingscenter. Solche Situationen werden trainiert, aber auch das Schusswaffeneinsatztraining wird geübt. Ganz schön vielen Dank für diese Information. Wir werden an dem Fall sicher weiter dranbleiben und berichten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne.